Hallo, mein lieber Schütze, das ist die allgemeine Monatsprognose für dich für Dezember 2020. Am 1. des Monats tritt Merkur in dein Zeichen ein. Im Vergleich zum vorherigen Monat wird Dezember abwechslungsreicher sein. Durch deine kommunikativen Fähigkeiten wirst du das verstärkte Interesse deiner Mitmenschen auf dich anziehen. Du beginnst dich auf etwas oder jemand Neues zu interessieren. Bis zum 21. Monatstag könntest du viele neue Kontakte knüpfen, viel lernen oder mit Familie, Kollegen oder Partnern unterwegs sein. Zwischen 2. und 6. Dezember haben wir einen Trigon zwischen Venus und Neptun. Es wird dir Spaß machen, Zeit mit einem geliebten Menschen zu verbringen und eine seelische Verbundenheit mit ihm spüren. Aktivitäten, die menschliche Nähe und Einfühlungsvermögen begünstigen, wie zum Beispiel das Anschauen eines Films, sind begünstigt. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt. Es handelt sich hier um einen Quadrat zwischen Sonne und Neptun. Man kann sich locker von einem Gefühl der Unsicherheit führen lassen, eine endgültige Entscheidung in den Bereichen der Bildung, Berufung und Wohnungsangelegenheiten ist bald zu treffen. Zwischen 10. und 11. Dezember haben wir einen Trigon zwischen Mars und Sonne. Dieser Aspekt weckt deine Zielstrebigkeit in deiner Freizeit, ebenso im Berufsleben. Zwischen 12. und 13. Dezember haben wir Merkur Quadrat Neptun. Man soll dafür sorgen, dass die eigenen Ziele nicht auf der Strecke bleiben, auch wenn man es im Alltag etwas dazwischen kommt, was störend für die Selbstentfaltung sein kann. Dann haben wir am 14. des Monats einen Neumond und sogar eine Sonnenfinsternis in deinem Zeichen. Du befindest dich in einer Übergangsphase zwischen alt und neu, mein lieber Schütze. Diese Aussage betrifft besonders zu, wenn du dich beruflich neu orientieren möchtest im kommenden Jahr 2021. Wir haben auch am 14. des Monats einen Wechsel. Es handelt sich um Saturn, welcher in Wassermann eintritt. Bis März 2023 wirst du strukturelle Veränderungen erleben, die mehr Abwechslung in deinem Leben hervorbringen. Eine Umsiedlung oder Arbeitswechsel wäre bis dahin möglich. Themen wie Geschwister, Bildung und Behörden sind mit Schwierigkeiten verbunden. Am 15. des Monats tritt Venus in deinem Zeichen ein. Und das heißt, bis Anfang Januar wirst du neue Chancen in den Bereichen der Liebe und des Geldes erkennen und nutzen. Viele Schützen werden in dieser Zeit ihr äußerliches Auftreten verschönern und verbessern. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter beide in Wassermann eingetreten. Das heißt, bis Ende 2021 musst du viel Geduld haben, weil du möchtest ein Ziel verfolgen, das mehr Freiheit und eigenständige Zeitgestaltung als Resultat beinhalten soll. Zwischen 20. und 21. des Monats haben wir Jupiter-Konjunktion Saturn auch im Wassermann. Durch Werbung, Kommunikation, Schreiben oder Lernen wird man vieles erkennen und erreichen können. Eine Umsiedlung oder räumliche Umgestaltung käme bald in Frage. Wir haben dann zwischen 22. und 23. Dezember Mars Quadrat Pluto. An diesen Tagen dürfte nicht alles planmäßig verlaufen, was viel Spannung im Alltag verursachen könnte. Es kann dir aber auch etwas bewusst werden, mein lieber Schütze, was dich ärgert. Also sei ein bisschen vorsichtig und geduldig an diesen Tagen. Wir haben dann zwischen 24. und 28. Merkur, Trigon Uranus. Und damit kann die Wahrscheinlichkeit,
geben, dass man unterwegs ist oder sich viel mit anderen austauscht. Im Berufsbereich wird sich etwas ändern, was eine gewisse Verunsicherung beinhaltet. Und wir haben dann zwischen 30. und 31. Dezember einen Vollmond in Krebs. Leidenschaftliche Gefühle werden mit diesem Mond wieder stimuliert und zum Ausdruck gebracht. In den Bereichen der Wohnung, Partnerschaft und Familie kann bald eine tiefgreifende Veränderung eintreten. Mein lieber Schütze, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für 2020. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Viel Glück und wir sehen uns im nächsten Video.